Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und herzlich willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und heute geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann. Und ich habe schon richtig Kopfschmerz, ich bin ganz ehrlich, denn ich kriege so viele Sachen von euch zugeschickt. Ich habe jetzt auch eine Umfrage bei Instagram gemacht, da wollten 90% der Leute, dass ich doch weitermache mit den Aline Bachmann-Videos. Von daher halte ich euch natürlich hier auch auf dem Laufenden. Ich habe ja auch schon eine Playlist, wer da nicht ganz im Bilde ist bei diesem Thema, sollte da auf jeden Fall vorbeischauen. Denn es hat es wirklich in sich, was sie in den letzten Wochen alleine für einen Blödsinn getrieben hat. Sie macht sich absolut lächerlich, indem sie natürlich eine blöde Aktion nach dem anderen bringt. Zuletzt ist ja der Streit mit Saskia komplett eskaliert. Ich bin ganz klar auf der Seite von Saskia. Nicht nur, weil sie jetzt auch gerade eine Diagnose quasi abwartet und wahrscheinlich leider Gottes schwer krank ist. Dafür auch erstmal alles Gute, dass das alles in den nächsten Wochen besser wird und hoffentlich dann doch vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ich drücke auf jeden Fall weiterhin die Daumen und ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich krass, wie ekelhaft dort Aline Bachmann war. Sie hat ja auch die Nummer von Saskia geleakt und es gab Telefonterror und das Ganze war natürlich absolut schrecklich. Jetzt gibt sie natürlich sich großspurig auf TikTok, die gute Aline Bachmann, und wälzt sich ja förmlich in ihrem Geld, ja, in ihrem Reichtum. Und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, ja, maximal peinlich, aber damit möchte ich erstmal beginnen. Eins, Geld macht nicht glücklich. Da hat wohl jemand sein Knackssparbuch geplündert und wälzt sich jetzt in ihren 3.000 oder 4.000 Euro oder was auch immer das da war. Äußerst unangenehm und peinlich. Abgesehen davon, dass man sich dann mit seinem vermeintlichen Reichtum jetzt nicht so präsentieren muss und ich das maximal unangenehm finde und ich eher auf Understatement Wert lege, auch im Privaten. Ich finde das immer ziemlich strange. Man kann ja zeigen, was man erreicht hat und auch zeigen, dass man ein bisschen Geld vielleicht verdient oder auch stolz drauf sein, was man sich erarbeitet hat, aber ja, da mit ein paar tausend Euro da im Hintergrund, ja, sich da quasi förmlich drin zu wälzen, fand ich unangenehm und peinlich. Aber kommen wir auch auf das Thema zu sprechen rund um Saskia und auch rund um das TV-Format. Denn auch Saskia bzw. einige haben ja auch in ihren Stories gemutmaßt, Mensch, da stimmt doch irgendwie einiges nicht. RTL hatte ja auch schon gesagt, sie halten das für ein Gerücht, dass sie bei Like Me I'm Famous zu sehen sein wird, weil viele natürlich sich beschwert haben, warum RTL ihr die Bühne gibt. Und darauf hat dann RTL gesagt, sie halten das für ein Gerücht, dass sie dort zu sehen sein wird. Das ist dann allerdings irgendwie auch ziemlich schwammig. Also es könnte natürlich sein, dass sie, weil es spricht jetzt dafür, wenn sie nach Köln reist, nach eigenen Aussagen, zeige ich euch gleich, dann würde es dafür sprechen, dass sie auch für RTL dreht, weil dort die Studios von RTL sind, dort hat RTL seinen Sitz. ProSieben und Sat.1 dreht relativ viel in Berlin. Sicherlich haben die ja auch Studios überall in Deutschland und können natürlich auch überall in Deutschland drehen. Aber sie spricht zum Beispiel in Privatnachrichten, die ich jetzt hier aus Sicherheitsgründen lieber nicht zeige, weil das auch eine Straftat ist. Da könnt ihr auf den ganzen Instagram-Seiten mal vorbeischauen. Die haben das alles gespeichert. Ich werde auch einige Seiten unten mal verlinken. Auch die Akte Influencer und Co., die da sehr gute Arbeit leisten, die mich auch immer sehr teilen und supporten. Also vielen lieben Dank auch an Saskia und die ganzen Leute, die mir da auch immer ja, helfen, die Videos so ein bisschen publiker zu machen. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen unten in der Infobox. Verlinke ich euch einfach beide Instagram-Seiten. Und da sind auch viele Sachen aufgearbeitet, wo ich jetzt ein bisschen vorsichtig bin wegen meinem YouTube-Kanal. Ich möchte jetzt nicht, dass ich irgendwas ja, zeige und dann abgemahnt werde. Das ist dann immer so ein bisschen tricky. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und ich kann euch nur sagen, dass Aline Bachmann gesagt hat, dass sie für ProSieben dreht. Also ProSieben und RTL arbeiten in der Regel jetzt nicht großartig zusammen. Und ProSieben und Sat.1, ja, da gibt es natürlich auch Trash-Formate. Aber die Alm wurde schon abgedreht, da war sie ja nicht zu sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt für ein anderes Format innerhalb von Deutschland drehen würde. Ich glaube halt eher, dass sie dann, wenn sie irgendwo zu sehen ist, dann für RTL dreht, weil das würde dann zumindest die Köln-Reise erklären. Und angeblich geht es nach ihren Aussagen auch am 1.10. los und geht bis zum 10.10. und soll wohl auch Ende Oktober, Anfang November ausgestrahlt werden.
Ob das stimmt, wage ich jetzt zu bezweifeln, denn irgendwie verstrickt sie sich in ihren Lügen. Und es würde ja irgendwie auch zu ihr passen. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Minuten, wo sie so ein bisschen über Saskia spricht. Auch ja, über das TV-Format, was jetzt ansteht. Und das fand ich so ganz interessant. Von daher zeige ich euch jetzt erstmal die Passagen. Da ist jemand traurig, weil ich gehe, kann das sein? Ich sage auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die ganzen Leute, die eine gewisse Saskia observieren und alles abfotografieren und mir schicken. Ihr nehmt mir so viel Arbeit ab und da gehen auch ganz, ganz viele Props raus. Ich liebe euch und danke, dass ihr so unterstützend seid und mir alles zuschickt. Und ja, ich habe heute noch den letzten Tag mit meinem Hasibär und ja, morgen geht es dann früh um 5 nach Köln. Aber ich nehme mich natürlich auch morgen den ganzen Tag mit. Liebe Saskia, weil du ja wirklich keine anderen Probleme hast und versuchst auf Krampf mir irgendwie, keine Ahnung, der Dreh steht die 10 Tage. Natürlich darf ich noch nicht sagen, welches Format es ist, aber kümmere dich doch einfach mal um deinen eigenen Scheiß. Du hast dein Leben, dein verkorkstes Leben als nicht arbeitende 22-jährige Invalidin und gönn einfach mal. Die Verträge sind unterschrieben, die Gage ist überwiesen. Du kannst nichts mehr stoppen. Und an alle anderen, freut euch auf ein richtig geiles TV-Projekt. Ich werde meinen Mund nicht halten, ich werde so viele Dinge klarstellen. Wie zum Beispiel so Ex-Freundinnen wie eine Saskia, die jedes Mal, weil sie mich besucht hat, irgendein Spritgeld verlangt hat, Methylidin verkauft hat. Das sind keine wahren Freunde. Ich werde ja in 24 Stunden Kamera-Live-Schaltung so viel zu erzählen haben. Ich kann mich in so vielen Dingen einfach rechtfertigen und wiedergeben und so meine Meinung zu vielen Darstellungen so ein bisschen äußern. Und das ist natürlich eine geeignete Plattform endlich, wo ich so mal zeigen kann, wer ich bin, wie ich so manche Dinge sehe und erzähle. Das wird sehr, sehr interessant und ja, danke, dass mir überhaupt so eine Plattform geboten wird. Was sie für einen perfiden Plan umsetzen könnte im TV, darüber hatte ich ja schon in der letzten Woche berichtet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut einfach in die Playlist, ist im i verlinkt. Da könnt ihr auch alles nochmal nachschauen, was in der Vergangenheit so passiert ist. Alleine die letzten Wochen hatten es in sich. Also wenn ihr Langeweile habt, habt ihr da einiges aufzuholen. Es ist wirklich unfassbar, was die Dame treibt. Ansonsten ist es natürlich auch ziemlich spekulativ jetzt das Ganze. Ich finde es dennoch sehr spannend, was sie so erzählt, beziehungsweise ja, wie sie die Leute auch ja im Dunkeln tappen lässt, beziehungsweise was sie vielleicht auch für eine Scheiße am Ende erzählt, denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gar kein TV-Format mit ihr dreht oder gar kein TV-Sender sich das jetzt momentan traut, weil viele natürlich Angst haben, den nächsten Shitstorm zu bekommen nach den ganzen Skandalen in den letzten Jahren und Monaten, die ja auch bei Promis unter Palmen dafür gesorgt haben, dass die ganze Sendung abgesetzt wurde und jetzt unter einem neuen Namen mit gleichen Leuten stattfindet. Also auch absolut affig. Ich finde, da sollte man die Formate beibehalten, eher dafür sorgen, dass man die Leute, die dort sich daneben benimmt, dann vielleicht auch erstmal rausnimmt aus solchen TV-Sendungen, aber die dann auch kritisiert. Nicht wie bei Prinz Markus, wo Sat.1 sämtliche Dinge aus dem Internet gelöscht hat, bis auf mein Video. Also falls euch das interessiert von damals, könnt ihr auch da nochmal reinschauen. Auf jeden Fall ist es unfassbar, dass Sat.1 da auch sehr krass gegen vorgegangen ist, anstatt halt die Leute auch öffentlich zu kritisieren, die sich daneben benommen haben, haben die das dann halt klein gehalten, das Thema. Und das war ja sehr homophob und menschenverachtend, was Prinz Markus so getrieben hat. Und wenn das jetzt auch bei Aline Bachmann so abläuft, na dann gute Nacht. Sie will sich ja da wirklich auch gegenüber ihrer ganzen ehemaligen Freundinnen sehr negativ äußern. Ich hoffe, das bleibt jetzt den Leuten erspart. Die haben schon genug gelitten. Ich bleibe natürlich an dem ganzen Thema dran. Ich bleibe auch dran, sollte im TV dann was mit Aline Bachmann geschehen. Viele sagen aber auch, Mensch, was gibst du ihr die Bühne? Die Bühne hat sie schon im TV. Sie hat 500.000 Abos auf Instagram. Bei TikTok sind es auch einige 100.000. Von daher sollte man den Leuten lieber
Kritik und die Stirn bieten, denn aus Schweigen ist am Ende nie die Sache besser geworden. Ja, also das ist zumindest meine Meinung an die Kritiker, die ich hier und da auch in den Kommentaren jetzt schon habe. Das habe ich auch bei Michael Wendler durchgezogen. Wen es nicht passt, der kann ja dann auch wegbleiben. Ansonsten freue ich mich über jedes Abo. Wir sehen uns dann morgen wieder. Es wird wieder trashig versprochen. Bis dann und ciao, ciao.